Wir eilen dem Spark, Mercury und seinen Pinguinfreund zu Hilfe, die beim Piratspielen von der Finsterzeit überrascht wurden. Zudem versuchen wir, Professor Wunderlich Steinmaskenrätsel zu knacken. Aha. Mäusefreunde und willkommen zurück zur neuen Folge von Mario und Rabbids Sparks of Hope. Beim letzten Mal haben wir uns darum gekümmert, drei Pinguine zu finden, damit wir ein neues Spark kriegen. Und natürlich wurde dieser Spark danach noch von der Finsterzeitpfütze gefangen genommen. Und den werden wir jetzt hier quasi, also die Pfütze werden wir jetzt beseitigen, damit wir den Spark retten können. Auf geht's. Mit dem Blick vom See, von wo aus krieg ich da hin? Da, von hier aus komm ich da hin. Okay. Ich dachte, von der Brücke aus komme ich da hin. Ja, den Spark hätte ich letztes Mal schon gehabt, aber da wir ja dann noch bei Madame Guastrella waren und so, ging das leider nicht mehr ganz so auf. Ach du Kacke. Was sind das? Drei Finsterzeitaugen mal wieder, riesige. Und ich wollte die Finsterzeit-Eier vor allem auch, ne? Die Frage ist, zahle ich mich auch mit den Jungs und Mädels oder gehe ich mit allen erstmal in eine Richtung? Lass mir mal bitte, ich will mich mal kurz zur Kampffeld sehen, bitte. Da oben ist ein Finsterzeit-Ei, ja. Da sind aber auch zwei Frostklauen, ne, Frost, wie heißen? Frostkeulen. Ja, Frostkeulen, genau. Wobei die ja kein Problem wäre mit einem Feuerangriff, aber den muss ich erstmal mal haben, das ist das Problem. Hm. Also kann ich auch hier hingehen und dann darüber fliegen quasi, ne? Da sind auch noch einsame Wölfe. Da ist noch ein Finsterzeit und da, ja, da sind die drei Eier dann. Ah, guck, warte mal, wie komme ich denn von. Ach so, ich kann dann da runter. Okay, das ist quasi aber auch ein Rundgang. Irgendwie. Wenn man so will. Okay, dann ist es fast egal. Bin ich mit allen in eine Richtung, klar. Logisch. Aber ich weiß nicht, ob ich bei dem Team bleibe. Jetzt an der Stelle. Weil mein Rabbit Leech vielleicht doch ein bisschen zu low ist. Und ich vielleicht doch lieber wieder Peach mitnehme für ihn. Ja. Rebella für. Nee, Luigi können wir eigentlich gut gebrauchen für die einsamen Wölfe schon. Alleine. Aber ich glaube, sonst ist das Schlachtfeld eher nicht so gut für ihn. Ja, komm, dann nehmen wir Rebella lieber mit. Aber ich würde sagen, Peach ist mal Anführerin hier. Und jetzt muss ich noch die Dinger verteilen, genau. Ja, Wasser für Peach. Also die übernimmt jetzt auch mal Luigi's Dinger, genau. Sparks und wir brauchen auf jeden Fall auch den Feuerspark wieder. Nehme ich die Big Bang mit? Den Reflektor dabei bei Peach oder ne, ich glaube ich lasse das mal. Ich lasse Big Bang mal da lieber und dann passt das schon, glaube ich. Ja, machen wir so. Okay. Dann würde ich doch sagen, auf in die Schlacht. So, Peachy. Da fliegt sogar echt, da ist da hoch. Let's go. Ich dachte jetzt einfach zuerst gesehen, aber gerade deswegen. Kein konkreten Grund dafür sonst. So, Rebella ist auch noch da. Die hat jetzt den Feuerspark, ne? Genau. Ja, wir sind alle da hoch erstmal, genau. Dann gucken wir mal, was wir machen. Ich glaube, ich aktiviere tatsächlich schon mal den Protektor hier, die Tierbarriere. Mit Peach. Da geht sie sogar hier hoch. Ja. Kriege zwar jetzt kein Dings mit, aber. Dann gibt sie ihm schon mal. Warte mal da. Ich mache mal gleich viel Schaden, das ist egal. Aber die kommen ja nicht auf mich zugelaufen, das ist das Gute. So. Rebella. Gibt ihm zweimal eine mit. Ganz klar. Der Radius ist jetzt wieder größer und ist gut. Dann kann sie den Feuerangriff jetzt nutzen und ihm dann auch richtig einheizen, dem Kollegen. Aber erst wenn wir mit Peach dran war. Der ist nämlich schon mal weg. Und tschüss, mein Freund. Wow, hat viel Schaden zugefügt. Jetzt brennt der auch noch. Deshalb bin ich nicht da hinten stehen geblieben. Nicht ganz ehrlich. Es ist deswegen und zweitens, weil, ich glaube, ich hätte es bereut. Sag ich ganz ehrlich. So brauche ich nicht. Ich glaube, ich brauche den Reflektor hier nicht an der Stelle. Einsame Würfel dürfte mich eigentlich nicht kriegen. Das bringt den auch nicht viel. Der Angriff. Nicht zu behaupten. Oh, er hat Peach. Ja gut, er hat jetzt mit dem. Ist ja nichts passiert, alles gut. Rebella kommt in die Röhre, ne, ja, perfekt. Dann wohl Peach schon mal da hoch. Ist ein Stück zu weit gelaufen irgendwie. Schade. Ich hab vielleicht den Spritzschaden aktivieren können, habe ich jetzt wieder vergessen.
logischerweise. Ja, halb so wild. Die Schuhe kann ich nicht mehr machen, ne? Sie ist ja gerade schon gesprungen, nach oben. Hier kann ich ihn aber noch ausführen. Direkt hier runter. So. Ich glaube, ich aktiviere mal hier den Schutz. Ich glaube, wir kriegen jetzt gleich mächtig einen ab, wenn der Typ angegriffen wird. Also der will gleich seine Frostdings da einsetzen, das ist das Blöde. Dann haben wir die Arschkarte gezogen. Aber Pete könnte sich auch noch bewegen, stimmt. Wohin ist die Frage? Und da hinten ist ja der andere Kollege. Ich glaube, ich kann sogar runterschießen, ne? Mit Aquarion. Die fliegen ja da immer so ein bisschen weit weg. Tschüss, mein Freund. Weg ist er. Mann, er liegt. Okay, er liegt doch unten. Perfekt. Kann ich ja ihn jetzt quasi auch erledigen. Relativ sorgenvoll. Ja, überhaupt stirbt, heißt es. Wahrscheinlich nicht. Doch, er ist weg. Okay, er leuchtet schon. Na, es hat wieder einen Frostbeul-Effekt drauf, ist das Blöde. Aber halb so wild. Wir beenden den Zug. Er muss jetzt erstmal hier hochkommen, aber der interessiert mich, glaube ich, gar nicht mehr. Die Frostkeule, sag ich ganz ehrlich. Rebella, komm mal her. Kommt mit Peach schon da hinten rüber? Nein, kommt sie nicht. Macht doch, glaube ich, gar keinen Sinn, da hinzugehen, weil gleich Peach da hinkommt. Entschuldigung, das Klaffen im Hintergrund, Leute. Ich weiß auch nicht, was das irgendwie immer soll, aber gut. Kann ich halt nichts ändern. Falls es überhaupt hört, ich weiß gar nicht. Ich glaube aber schon. Achso, das muss ich runterwerfen. Und hier aus, zack. Weg ist das Auge. Ich glaube, ich warte mal hier mit Rebella. Und Peach kann hier runtergehen jetzt. Bei Peach genauso. Die beiden gehen auch schon mal vor, oder? Wischen wir hier irgendwen? Noch? Ja, definitiv. Soll ich mal mit der Raserei hier in dem Fall? War immerhin noch so. Ich krieg den einen ja sogar schon erledigt. So, wenn wir den größeren Bewegungsradius hat, dann kommt sie vielleicht noch ran. Nee, auch nicht, schade. Aber sie hat, ach, sie hat diesen Raserei-Bonus, ne, das stimmt. Vielleicht reicht es ja trotzdem im üblichen Treffer. Ne, das reicht leider nicht. Die brauche ich gar nicht angreifen, sie hat. Achso, sie hat ihn in der Reichweite, ja, dann kommen wir besiegen vorsichtshalber mal. Oder greifen an einfach. Auf jeden Fall der Fälle. Ja, die aktiviert wieder ihren Schurkenblick da, wie auch immer der heißt. Oh, was ist ein neuer Gegner, ne? Ich jetzt erst. Das war unempfindlich zum Glück. Ist das ein Wasserknecht? Ja, ich hab gar nicht gesehen vorher. Ist ja wohl nicht gefühlt auch sonst immer auf neue Gegner hingewiesen. Aber gut, wenn es ein Knecht ist. Sieht aus wie so ein, ja, Seedrache würde ich fast sagen. Seepferdchen. Seedraking. Kann man auch fast sagen. Aber ihr trefft eh nicht. Idioten, so zack. Das war deren Zug. Jetzt kommt Rebella dazu, so. Lass mich dir mal kurz gucken. Natürlich mein Pferd nicht gesehen, die Wasserknechte tatsächlich. Ein einfallsreicher Name, Feuerknecht, Wasserknecht. Der hat natürlich jetzt kein Schock. Doch, ich habe einen Schockgegner dabei. Die Vaser, ne? Hab ich doch dabei als, wer ist es denn? Max, wo komme ich hin, wenn ich da hinten durchgehe? So, einfach da runter. Ich muss ja eigentlich oben lang. Irgendwie aber auch nicht, weil, so, jetzt kann ich mich hoffentlich ein bisschen besser konzentrieren. So, genau, was ich sagen wollte, ich kann eigentlich unten lang. Ja, komm ich ja wieder dahin, das ist ja Quatsch. Da möchte ich ja nicht hin. Oder mache ich jetzt einfach die Knechte da weg, ganz ehrlich. Weil macht es da Sinn, mit ihr da hinzugehen, weil die beiden kommen ja da so ran. Der geht sowieso kaputt. Im einen. Ja, da, der, komm.
Also ich komm da gar nicht ran, shit. Bubble Peach. Das ist doof. Ah, die kann aber beide treffen. Ja komm, dann mach was. So. Und bitte komm da durch, danke. Dann gehen wir aber hoch. Ganz ehrlich. Dann greift halt lieber den Wasserknecht da gleich an. Also die kommt da nicht hin, hab ich gesagt, ne, genau. Da kommst du auch nicht ran. Also trifft sie, ja, aber auch nur mit einem Treffer, ne? Erst geht der Block, glaube ich, weg, zwei Treffer und dann... Mal hier hoch. Vielleicht kann er noch Dings benutzen. Also Reihangriffe. Muss ich ja nicht. Kann ich jetzt auch tun, glaube ich. So, dann hier hin. Dann kriegt der da schon mal einen ab. Der Aero-Klingel. Ich aktiviere auf jeden Fall die Sturmklinge. Ganz klar. Aber ich glaube, sie ist hier gar nicht sicher. Der Feuerknecht kann sie treffen. Wobei, das ist noch eine halbe Mauer. Ich kann auch noch die Teamarie benutzen. Klar treffen die gleich wieder, ist ja logisch. So wie immer. Eigentlich. Komm, dann greifen wir die jetzt an und dann mit Will Peach noch und dann. Ich aber dann hier hin. Na, sag mal, da rechts ist der so. Den Kollegen weghauen, danke. Sollte das doch reichen eigentlich. Ja, komm, ich aktiviere noch den Reflektierer hier. So, geht also wieder dran. Triff ruhig, ist mir. Kriegst du wieder. Triffst du alle Peach, ist das blöde. Zum Glück ist noch die Barriere da. Warte mal. Da macht der Reflektor doch gar keinen Sinn, oder? Mario ist nicht da, der kann dir nicht helfen. Peach. Was mir tut. Natürlich schießt er drauf, aber trifft zum Glück nicht. Der Fels ist auch noch im Weg. Zum einen reicht es leider noch nicht. Oder? Ne, es reicht trotzdem nicht, ne? Doch, jetzt wird's reichen, aber... bringt's mir halt nichts mehr. Super. So, da drauf. Ich bitte auch noch zweimal eine. Ne, warte mal, gibst du mir zweimal eine mit oder gehst du rüber zum Ei? Du gehst rüber zum Ei. Jetzt habe ich auch schon mal weg. Tschüss, alles Auge da unten. Das habe ich nicht getroffen oder was? Ist dein Ernst? Kann ich ihn einen besiegen von denen? Ich glaube nicht, da hätte ich glaube ich schon vorher links benutzen müssen. Also, Rebella kann auch noch schießen, ne? Ja. Guck, wie viel Schaden sie anrichtet. Nicht genug. Trifft sie beide? Ne, sie trifft nur den einen leider. Dann fahre ich auch den weg. Lieber. Ich ganz ehrlich. Ja, es ist ein bisschen Glück gelaufen irgendwie, glaube ich. Ich hätte einen killen können, ich da lieber die Reserveangriffe nutzen zum Beispiel, aber gut, ist jetzt halt so. Kann ich noch was aktivieren hier? Nichts, was jetzt Sinn machen würde, ne? Da beenden wir den Zug. Die aktivieren jetzt wieder ihren Blick. Ich würde. Ich bin froh, dass gerade Peach steht mit ihrem Wasser-Spark. Das wird hier ganz anders ausgehen, sag ich euch. Die muss ich aber besiegen, hier die Kollegen, ganz ehrlich. Die wird's auf den Sack später noch. Das Gefühl. Aber warte mal, Peach. Kommt ohne Tiefspur nicht runter, deswegen machen wir es einfach mal so. So. Da kann ich nicht hier dann runter und dann ist der relativ eh wieder größer. Ja, aber nicht groß genug, scheiße. Ja, was sag ich, komm schon mal runter. So, direkt wieder hier runter. Verdammt, ich komme gar nicht hoch mit allen hier.
Muss ja eigentlich schon die andere Richtung einschlagen. Ich meine, ich kann auch hier runter, ne? Ist euch sogar besser, oder? Also mit Dual Peach jetzt nicht mehr, toll. Also hat sich das jetzt erledigt? Ich gucke jetzt einmal. Und wo ist es besser hinzugehen? Da erwischen sie mich jetzt, dummerweise. Dann bleib ich, glaube ich, einmal hier stehen und mach den einen hier kalt, den einen Kollegen hier oben. Den da. Warte mal. Ich hätte noch ihren Rasereiangriff, ne? Zwei Stück. Ich kann auch die Schlacht jetzt beenden, theoretisch schon. Du darfst noch nicht da reinlaufen, glaube ich. Ja, tschüss. Hä? Ob ich jetzt nicht getroffen habe? Was denn jetzt? Ja, da schießt er natürlich drauf. Das Eis wieder kaputt, toll. Du mich doch verarschen, oder? Der Kollege. Ich hab noch zwei Aktionen, ne? Genau. Mach das auch jetzt so. Erledigen wir den jetzt erst hier. Ist auch schon erledigt, ne? Perfekt. Du hast jetzt geschossen da hinten, jetzt kann ich da ja nicht durchgehen, ne? Mit Peach. Wohl eigentlich nie, ja, eigentlich hätte ich jetzt da bleiben sollen. Jetzt muss ich durch. Mein Rebella steht schon da quasi bereit. Ich kann von hier aus zwei treffen. Oh, was Gutes. Ich glaube hier mal stehen und versteck mich hier lieber hier hinter. Zumal ich kann auch trotzdem noch drauf schießen, oder? Mit einem Treffen den dann nicht unbedingt, aber die da. Das hat das Geile an ihrer Waffe jetzt. Ende. Oder Rebella hätte ich vielleicht mal heilen sollen, oder? Vielleicht nicht so doof gewesen, wie ich die mir geheilt hätte. Ich könnte nicht ordentlich schaden. Oh, cool, wenn der andere jetzt auch noch trifft, dann ist Feierabend. Kacke. Ach, zurück trifft der nicht. Aber bitte heilen. Oh, die können es auf jeden Fall schießen, ne, beide. Die da jetzt ihren Blick aktiviert haben. Welche beiden waren's? Ne, einmal gucken. Der hier und der andere, ne? Scheiße. Was hat Peach? Kommt die Dudi-Bücke bitte auf dich, beide? Kannst ja beide abfangen. Deine Barriere gerade. Genau, der erste Schuss. Gar nichts macht der. Und der zweite Schuss. Also ich krieg zwar keinen, aber jetzt ist Rebella halt sicher. Ich will den Augen nicht treffen kann, jetzt mal ehrlich, ist auch voll die Verarsche. Und einmal wird sie gerade aus den Händen geschossen quasi. So, tschüss. Ich hab doch gerade schon die Animation gesehen, dass es treffen soll eigentlich. Da ist es an der Wand abgeprallt, an dem Block, ey. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Da habe ich hier schon ein bisschen verarscht gefühlt, ehrlich jetzt. Ja gut, jetzt haben wir es geschafft. Frauenpower übrigens am Start hier. Mal wieder. Schöne Schlacht, und jetzt haben wir einen neuen Spark. Der hat ganz schön lange gedauert, die Schlacht wieder. Bin schon, was der kann. Ich hoffe, das hat sich wenigstens gelohnt. Aber bestimmt hat sich das gelohnt. Waren nicht gerade begeistert, dass ich aufgehört habe, Verstecken zu spielen, ohne es ihnen zu sagen. Sie haben mich als Kapitän abgesetzt. Kann ich vielleicht mit euch gehen, Freunde des Abenteuers? Müssen uns doch keine Piratennamen geben, das ist nur für die Stimmung. Was kann der Gute, ist die Frage. Alles muss versteckt sein, abgeschlossen. Super. Merkurier schließt sich, also stimmt, so hieß er ja. Merkurier, was kann er, ist die Frage. Das war die Frage nur. Generiert zu Beginn der nächsten zwei Züge 20% der maximalen KP des Helden. Und erhöht die maximale KP um 50%. Ey, das ist gut, glaube ich. Das ist ein richtig guter Spark, glaube ich, den wir jetzt hier gekriegt haben. Mal gucken, wie der sich im Kampf dann macht. Tatsächlich. Der sieht ein bisschen komisch aus irgendwie. Kann ich den drehen mal irgendwie? Nee, ne?
Wie sieht der echt ein bisschen komisch aus? Der sieht nicht typisch Luma-Spark-mäßig aus, muss ich sagen, aber gut. Ist halt so. Der kann man auch aufwerten. Das Alien. Stimmt, der hat den Schockschaden. Der sieht doch echt krank aus, irgendwie, der Spark, ehrlich jetzt. Gut. Kakophonaut, den können wir auch hoch. Ja, komm, den werden wir ja auch noch hoch. Das ist halt der Teil, jetzt weg, den vielleicht noch brauchen können für einen anderen Spark, aber egal. Ganz ehrlich. Wir sind eh schon auf Stufe 13 oder 14, ne? Also wir können eh bald die Stufen erhöhen, ja, 14 schon. Tatsächlich. So, Freunde, ab durch die Röhre. Weil wir können aber kurz auf die Karte gucken. Aber ich würde gerne noch ein bisschen weitergehen. Ich würde jetzt hier die Sachen einfach mal außen vor lassen. Die Toads, ja, weiß ich, muss ich mir merken. Da war noch die blaue Röhre. Machen wir alles zusammen. Aber hier die Sachen, die unten würde ich tatsächlich dann nachholen. Wenn wir das Gebiet fertig haben. Rätsel vom Flockenbocken muss man noch. Da war der Professor Wunderlich übrigens. Stimmt. Ja, gehen wir einfach weiter jetzt. Ganz ehrlich. Noch ein Stück. Ich will auch mal storytechnisch ein bisschen Progress machen. Will ich jetzt einfach mal sagen. Schön die Münzen gönnen hier, danke. Warum muss ich jetzt echt. Warum habe ich schon als Anführerin haben wollen, jetzt mal ehrlich. Geht mir jetzt schon auf den Sack. Die alte. Was ist denn hier noch für eine Röhre? Ach, das ist bestimmt das Rätsel der. Oder das eine Ding gerade gewesen, ne? Jetzt hoch. Was ist ein Dings? Da komme ich zu Professor Wunderlich, okay. Kleines Rätsel machen wir noch. Eifrostkeule. Unterblätter, danke. Hier kann ich eine Leiter runterlassen, ne? Genau, dann komme ich hier schneller wieder hoch. Ohne das Vieh da hinten. Gucken wir doch mal nach, hier was der gute hat für uns. Gut, ist jetzt auch eine Nebenaufgabe, ich weiß, deswegen widersprechen wir jetzt so ein bisschen, aber das sieht wirklich interessant aus. Drei Steinmasken, wie? Warum? Gott sei Dank, ihr seid hier. Ich bin im Begriff, das größte Geheimnis von Flockenbocken zu enthüllen. Helft ihr mir dabei, den Schatz der Weisheit zu heben? Ne, wirkt. Er sagt auch noch, ja, er sagt immer so Wortwitze nur. Das Rätsel von Flockenbocken ist eng mit den jüngsten Wetterkapriolen verbunden. Hört mal. Die Sonne auf Flockenbocken brannte, ach so heiß. Ja, und die Stirn ran den Rabbits stets der Schweiß. Okay. Die Rabbits sahen ihr Schicksal nicht ein und erbauten eine kühne Maske aus Stein. Frische Luft blies nun in die Welt hinein. Da ist eine Ente drauf. Doch dann, das würde Visera gefallen, wurde die Maske von einem Tentakel befallen. Die nun einzige Atem bedrohte das Überleben von allen. Die Steinmaske. Diese Volkssage erzählt die heldenhafte Geschichte der Rebels, die mit Hilfe der Steinmaske das Klima hier reguliert haben. Misera. Für einen von Miseras Finsterzeit-Tentakel war es ein leichtes, die Maske zu missbrauchen und den Planeten mit eisigen Wind zu überziehen. Löst es! Dieses Monument soll an diesen Tag erinnern, das Denkmal der drei Masken. Hier ist die Antwort auf das Rätsel zu finden. Okay. Ich kann die Dinger wieder drehen, okay. Ah. Also ist eh was vor mit Sonne am Anfang. Auf jeden Fall. Also das ist ein Berg. Und dann das war Misera, das ist dann der zweite Teil. Ich sage das hier und dann. Nein, hallo. Glaube ich richtig zu sein, so. Frage ist auch, welche rein. Warte mal. Welche Reihenfolge muss ich die überhaupt drehen? Ist die, ne? Wir müssen die gucken. Kannst du mir das mal sagen? Das Rätsel? Rannte ach so heiß und die Stirn rannte den. Meine Welt steht der Schweiß. Genau richtig! Könnte Maske aus Stein, ja. Frische Luft fließt nun in die Welt hinein. Doch, dann. Da Rabbit Kunst viel Interpretationsspielraum lässt, könnte hier eine Analyse nicht schaden. Wie das Rätsel andeutet, stellen die drei Statuen das physische und emotionale Befinden der Rabbits zu drei unterschiedlichen Zeiten dar. Gib mir auf die Gesichter achten, ich verstehe. Zuerst war es den Rabbits hier zu warm. Doch dank der Steinmaske wurde es kühler. So gefiel es ihnen. Genau richtig für sie. Doch dann befiel Finsterzeit die Maske und verstärkte ihre Wirkung. Flockenbrocken befand sich in großer Gefahr. Wenn ihr die blauen Symbole den entsprechenden Statuen in der richtigen Reihenfolge zuweist, solltet ihr unser Rätsel gelöst haben. Genau. Viel habe ich verstanden, aber ich. Ja, gut.
Der schwitzt doch, deswegen. Ja, gut. Da sind sie happy, weil alles passt und hier ist dann Misera. Das ist doch so passend dann, oder nicht? Eigentlich. Ja, da verstehe ich es doch nicht ganz. Da ist die Ente fürs Kühlen da. Kann auch sein, ne? Nee, nicht wirklich. Ich check nicht das Rätsel, ehrlich. Was, sehe ich hier irgendwas? Mal wieder? Kann das gut sein, ne? Kannst du mir das nochmal sagen? Krieg ich da noch einen Tipp? Vielleicht nicht, ne? Da Rabbit-Kunst viel Interpretationsspiel, wie das Rätsel andeutet, jetzt das gleich noch mal. Die drei Statuen das physische und Emotion. Zuerst war es den Rabbits hier zu warm. Doch dank der Steinmaske wurde es kühler. So gefiel es ihnen. Genau richtig für sie. Genau, so vielleicht für Stunden. Dann befiel Finsterzeit die Maske und verstärkte ihre Wirkung. Flocken, wenn ihr die blauen Symbole den entsprechenden. Ja, in der richtigen Reihenfolge. Ich hab's auch schon kapiert, aber. So, hier Sonne. Ach! Ich musste also quasi nur die beiden hier tauschen, die beiden und. Okay. Ja, die Maske hat hier für Kühlung gesorgt. Ach, da sind Tentakel und ich sehe es gerade. Ja, man, der Mund bewegt, weil da Tentakel vor sind. Jetzt checke ich's, okay. Das habe ich übersehen. Tatsächlich. Dachte einfach, das ist das böse Gesicht und das ist das liebe Gesicht noch. Das rechte jetzt, also das ist das liebe Gesicht, das rechte, das in der Mitte ist das böse vom Tentakel befallen. Aber gut, so macht natürlich Sinn. Gut, Freunde, dann würde ich aber auch sagen. Ja, jetzt gehen wir auch mal hier zurück. Dann haben wir jetzt quasi zwei Folgen nochmal Backtracking betrieben. Ne? Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Wir gucken mal kurz, wo es weitergeht, wo genau. Vielleicht hätte ich die Münzen auch noch einsammeln können. Und zwar geht es weiter. Das ist nicht der richtige Weg. Hier war die Röhre, ne? Da ist der Weg. Wir müssen da runterschlittern, scheinbar. Sehr gut. Hier hätte ich auch noch eine. Oh, da ist das Tor. Da oben. Komm ich da hin? Aber von der über die Brücke da hinten. Das sind neue Gegner oder was? Was ist das denn für ein Vieh? Okay, das wird noch interessant, ganz ehrlich, Freunde. Ja, bevor ich jetzt hier runterschlitter, würde ich sagen. Da hinten ist der Palast. Man sieht aber nicht viel von den anderen, ist egal. Ich verabschiede mich an der Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und seid gespannt auf die nächste Folge. Ich bin es wie immer auch, deswegen da unten vor dem Palast ist übrigens jemand eingefroren, so wie es aussieht. Sehe ich gerade im Hintergrund. Und ihr seht es wahrscheinlich nicht mehr, aber ist egal. Und ja, falls ihr noch Bock habt, euch was anzuschauen von meinem Kanal, dann schaut gerne hier vorbei. Ich verlinke euch jetzt hier Mario Strikers Charge Football, Battle League Football. Ist ja noch recht aktueller Spiel, ist ja auch von diesem Jahr. Die Pokalturniere habe ich ja let's played. Und hier unten, wie immer, Mario Sparks of Hope. Mario Dribble Sparks of Hope natürlich. Schaut gerne vorbei, wenn ihr die Folge verpasst habt. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, tschö mit Ö. Euer Basukasu.